Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Kommt, auf geht's. Paul, einen Tag nach dem 1:1 gegen den HSV gab es jetzt im Testspiel gegen Jena ein 0:3 Niederlage. Wie fällt dein Fazit jetzt erstmal nach dem Testspiel aus? Ja, ich glaube, man sollte das Ergebnis vielleicht nicht zu hoch hängen. Es ging natürlich darum, den Spielern, die nicht so viel gespielt haben, auch Spielzeit zu geben. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass es eine zusammengewürfelte Truppe war, dass nicht so viele Abläufe da waren. Ich glaube, das Ergebnis ist zu hoch am Ende, viele individuelle Fehler vor dem Tor, oder auch in den Toren. Wenn es vielleicht ein bisschen anders läuft, gehen wir direkt nach 2 Minuten mit 1:0 in Führung. Weiß man nicht, vielleicht läuft das Spiel dann anders und zugunsten von uns. Du hast gestern auch schon einige Minuten gespielt. Wie hast du dich gefühlt? Bist du fit gewesen? Ging das heute ohne Probleme, die 90 Minuten zusätzlich? Ja, ich glaube gestern, dass die 20 Minuten gehen dann schon. Nach der Vorbereitung, die ja schon hart und zäh war, ist man dann trotzdem fit. Und dann auch heute die 90, war dankbar, dass am Ende vielleicht noch die Innenverteidigerposition dann war, die nicht ganz so läuferisch intensiv ist. Deswegen war das halt kein Problem. Gibt nochmal einen kleinen Ausblick. Jetzt steht Hannover nächste Woche an. Wie geht ihr in die Woche? Genau. Ja, ich glaube, wir gehen auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in die Woche. Wir haben ein super Spiel gemacht gegen HSV, gegen einen großen Namen wieder Punkte geholt. Haben gegen Hannover in der Hinrunde auch schon 3 Punkte geholt. Also wir brauchen uns vor denen auf jeden Fall nicht zu verstecken. Die kommen natürlich jetzt auch mit Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Rostock. Ich denke, es wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir haben auf jeden Fall die Chance auf 3 Punkte wie jede Woche.